Moin Freunde, ich glaube, wir schauen uns heute eins der krassesten Autos an, die wir jemals auf dem Kanal gehabt haben. Wahrscheinlich erinnert ihr euch noch an den BMW M5 CS. Maschine bis zum geht nicht mehr. Und Audi hat quasi das Gleiche gemacht. Sie haben ein bestehendes Modell genommen und das einfach noch krasser gemacht. Und da heißt das nicht CS, da heißt das GT. Audi RS6 GT, 630 PS, bin heiß wie Frittenfett. Das Auto steht hier hinter und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Stufe Nummer 4, let's go. Ich habe das Auto noch nicht gesehen. Ach du Scheiße. Das ist, glaube ich, wirklich das krasseste Auto, was ich gesehen habe. Diese Farbkombination ist eine 10 von 10. Audi RS6 GT. Also, heilige Scheiße. Heiliger Bimborium, was ist denn hier los? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal einen kleinen Horn. Ja, also ich bin fasziniert. Was anderes bleibt mir gar nicht übrig zu sagen. Dieses Auto, wie es hier steht, ist einfach ein Traum. Wir gehen einfach mal gemeinsam rum. Es ist wirklich das allererste Mal, dass ich dieses Auto sehe, als der Wagen präsentiert wurde. Konnte ich leider nicht. Da war der ja noch mit dieser klassischen GTO-Folierung quasi. Wir haben jetzt hier die Version in Nardo-Grau, müsste das sein. Das ist einfach wirklich krass. Das andere Auto, an das mich das ganz stark erinnert, das haben wir nicht für YouTube gemacht, das haben wir nur Shortform produziert. Das war dieses Concept Car, R6 GTO Concept. Gefühlt sieht der so aus. Komm, wir starten einfach mal vorne. Schwarz, alles glänzend. Die Frontlippe hier extrem weit nach vorne gezogen. Was sehr cool ist, hier schaut mal dieses kleine Detail, R6, da seht ihr wieder diese alten GTO-Farben, beziehungsweise die Audi Sportfarben. Das Tagverlicht hier, also dieses Auto sieht einfach so böse aus. Das ist krass, die Motorhaube hier mit Carbon, was dieses Auto einfach noch mal brutaler einfach dastehen lässt. Dann haben wir diese ganzen Folierungen. Mir fehlen ehrlich die, also ich stehe hier vor und ich denke mir nur so, was zur Hölle hat Audi hier getan? Wer hat das freigegeben? Dankeschön. Wir haben hier an der Seite die 22 Zoll Felgen auch. Speziell für den GT mit dem GT-Schriftzug hier. Außenspiegel Carbon. Komm mal rum. Komm mal rum, komm mal rum. Yo, what the fuck? Ist auch von innen Carbon, ne? Ja. Ist hier natürlich auch aktive Aerodynamik. Ich will gar nicht wissen, wie teuer es alleine nur ist, diese Bremsen auszutauschen. Wenn wir über Preise sprechen, ne? Also 220.000 Euro müsst ihr bezahlen, um dieses Auto hier zu bekommen, was nochmal 85.000 Euro teurer ist als der RS6 Performance, den wir uns ja auch schon angesehen haben. Ja, aber wenn du es kaufen darfst, ne? Ja, ich glaube, der ist sowieso schon ausverkauft. Ich meine, der RS6 GT wird 600 Mal gebaut und 191 davon kommen nach Deutschland. Hier, guck dir das mal an, hier, dieser Carbon-Seitenschweller. Guck mal, wie breit dieses Auto einfach ist. Und dann, bleibt mal da stehen, dieses monströse Gerät an Heckspoiler. Also für den Alltag, ne? Ist ein Kombi. Ist das hier schwarz? Ich kann das gerade gar nicht sehen. Es ist ein bisschen dunkel hier, deswegen mache ich euch immer ein bisschen Licht. Ja, das ist so eine schwarze Leiste, die hier komplett einmal durchgezogen ist, ne? RS6 GT. Und hier halt Abgasendrohre. Ja, das ist meine Faust. Passt da ganz entspannt rein. Guck dir auch dieses, was ist das für ein Diffusor? Es ist ja einfach nur krass. An sich, ich bin mal gespannt. Ich weiß gerade gar nicht, ob die am Kofferraum was geändert haben. Nö, das ist, würde ich mal sagen, ganz normal. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Es ist zu dunkel. Du hast hier halt, das ist halt das Geile bei Audi. Ein Avant ist ja irgendwo dann auch noch Alltagstauglichkeit. Du hast hier sogar immer noch diese Schienen, damit du beispielsweise, weiß ich nicht, eine Europalette reinpacken kannst, verzogen kannst. Dass das auch alles noch funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Auto nicht allzu viel gefahren wird. Ich glaube nicht, wenn du dir so ein 220.000 Euro Schinken holst, dass du damit dann groß durch die Gegend fährst. Wahrscheinlich müssen die auch hier deutlich massivere Dämpfer eingebaut haben, weil dieser Heckspoiler hier oben, der ist halt schon massiv, ne? Voll. Das ist halt schon krass. Komm, wir gucken mal ins Cockpit. So sieht das hier aus. Gönn dir hier erstmal diese Sitze, RS6 GT, die sind, meine ich, manuell einstellbar, einfach aus Gewichtsgründen, weil es natürlich viel leichter ist als, boah, sind die gemütlich, ey, als elektrisch verstellbare.
Hier auch, ne? Schön diese Schwarz-Rot-Kombination auch wieder. Rote Gurte. Du sitzt halt echt bequem. Das ist krass. Hier, guck mal an der Seite. Ist wirklich alles komplett manuell verstellbar. Es ist hier nichts automatisch. Reine Gewichtsersparnis. Hier sehen wir auch nochmal den schönen R6-Schriftzug. Wir haben hier Modell 1x73 von 660. Das ist nochmal hier spezifisch, ne? Rotes Quattro. Oder leuchtet das? Guck mal, das leuchtet. Was ist das? Ist das jetzt rot? Ja, ja, ne? Das leuchtet. Das ist bei den anderen auch nicht. Das ist, diese, ich weiß auch nicht, ob diese. Ja, doch. Die wird wahrscheinlich normal sein, die Linie. Sieht aber ganz geil aus hier mit dem Rot. Hier ist natürlich auch alles schön in diesem Velour bezogen. Der komplette Himmel. Ist natürlich auch klar, dass wir hier kein Panoramadach haben, weil das wäre natürlich auch viel zu schwer. Also Lenkrad ist schon elektrisch verstellbar. Das ist halt, ich bin einfach geflasht, Leute. Ich bin wirklich geflasht. Komm, wir gucken mal unter die Haube, was da so schlägt. Und machen wir den Hobel gleich auch mal an. Fahren können wir ihn leider nicht. Das ist eine komplette Carbonhaube. Irgendwo müssen halt die 85.000 Euro Preisunterschied im Gegensatz zum Performance halt auch herkommen, ne? Die kommen ja nicht von ungefähr. Dieses Auto ist 85.000 Euro teurer als der RS6 Performance. Und eigentlich nur, weil er ein bisschen brutaler aussieht, weil er ein bisschen leichter ist, hat halt sehr viel Carbon. Aber an sich, der Motor hier, den kennen wir grundsätzlich auch aus total vielen VAG-Modellen, also eben waren wir im Hotel, da stand ein Bentley, wie heißt er? Bentayga. Der Urus hat den. Der Urus ist übrigens das Modell mit der stärksten Ausbaustufe. Hier hat er auf jeden Fall jetzt 630 PS, 4 Liter Hubraum, 8 Zylinder. Ich würde mal sagen, wir hören mal rein, oder? Ich würde sagen, 4 Liter V8, 630 PS, Bremse, Start, Stopp. Wir sind hier bislang nur im Dynamikmodus. Das hört sich so an dann. Aber wir gehen jetzt beim Drive Select auf RS. Was wir nämlich jetzt hier ausprobieren, ist der sogenannte Emotional Start. Dafür muss die Zündung an sein. Drive Select, gehen wir dann in Dynamic. So, und jetzt müsste sich das noch mal ein bisschen anders anhören. Freunde des gepflegten Motorsports, was ist denn hier los, bitteschön? Ich möchte mal bitte einmal selber hören. Also jetzt geht's los. Also wenn man den beim Vorbeifahren wird halt nochmal eine andere Liga sein, weil wir haben ja gerade noch den Limiter von 4000 Umdrehungen. Also der ist schon ein bisschen gekappt, das hört man schon. Aber das ist halt V8 Sound sein Vater, ne? Alter Leute. Ich komme nicht drauf klar, was haben die hier für ein Auto hingestellt? 3,3 Sekunden braucht er auf 100 km/h. Ich weiß gar nicht, was der wiegt. 2,1 Tonnen, 2165 Kilo Leergewicht. Was ich auch gesehen habe, hier, komm, wir machen mal hinten einmal noch mal kurz einen Check. Guck das mal an. Auch hier komplett. Hier ist auch alles komplett aus Carbon. Und auch hier mit dem R6 GT-Schriftzug da auf den Rücksitzen. Ich würde mal sagen, es ist ein würdiges Abschiedsmodell vom R6, weil, wie wir alle wissen, gibt es den schon ziemlich lange. Nach diesen 600 wird dann irgendwann auch Schluss sein. Der neue A6, S6, R6 wird ja ein e-tron, ergo ein Vollelektroauto. Und in Zukunft heißt der Verbrenner dann A7. RS7, S7. Also was ich nicht feiern würde, wäre, wenn der S7 wieder ein Diesel wird. Glaube ich aber nicht. Da geht Audi ein bisschen von weg. Ich würde mal sagen, von mir gibt es ganz viel Liebe an dieses Auto. Also wirklich krass. Ich freue mich darauf und ich hoffe, dass ich irgendwie die Möglichkeit bekomme, dieses Auto irgendwann auch mal zu fahren. Weil ich glaube, das wird brutal sein. Ich erinnere mich an den M5CS und das war wirklich bis heute das Verbrennerauto, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, was die Fahrperformance angeht. Das war einfach heavy. Und das jetzt hier noch in Form eines
Alltagsautos eines Kombis ist halt wirklich, also a dream would come true, würde ich mal so sagen. Schreibt immer gerne in die Kommentare, welches Supercar, nenne ich es jetzt einfach mal, ihr besser findet. M5CS oder der R6GT. Interessiert mich sehr, wenn ich mal so drüber nachdenke. Und boah, ich glaube, ich müsste den anderen nochmal daneben stellen und nochmal fahren. Und dann bekommt ihr meine Meinung in dem Moment dann. Aber also der erste Eindruck eben, das war halt wirklich, ich war geflasht, als ich dieses Auto gesehen habe. Und ich bin es auch immer noch. Es ist wirklich heavy. I'm in love with this car und bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Heute einfach mal ein ganz kurzer Walkaround. Hier mein erster Eindruck vom neuen Audi RS6 GT. Ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, hier geht es weiter mit dem BMW M5 CS. Und das Coole an dem Video ist, hier sind wir sogar gefahren. Viel Spaß damit und bis dahin. Ciao.